Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Wir sind gerade in Oimachi und sind auf dem Weg zu der Agentur, die die Wohnung vermietet, auf die wir schon Monate hoffen und endlich heute einen Termin bekommen haben, dass wir sie besichtigen dürfen. Ja, es war alles nicht so leicht in letzter Zeit und wir hatten tatsächlich Glück, dass sie frei wurde. Ich bin allerdings immer sehr kritisch und mache mir Sorgen und Gedanken, vor allem wenn es wieder eine Wohnung ist, die, ich sag mal, von Nachbarn umzingelt ist, weil wir da ja nicht so gute Erfahrungen in der Vergangenheit mitgemacht haben. Von daher bin ich sehr gespannt, was uns erwartet. Allerdings gefällt mir die Gegend sehr gut, in der die Wohnung ist. Nein, es ist nicht in Oimachi, es ist tatsächlich so wie letztes Mal. Ich hatte ja schon mal ein Video hochgeladen zur Wohnungsbesichtigung. Da waren wir in Todi-Tsudaigaku und mussten dafür nach Shibuya und den Schlüssel abholen. Genau, also das ist hier diesmal ähnlich. Die Wohnung ist nicht in Oimachi, sie ist woanders. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Also die Woche jetzt, ich konnte nicht wirklich schlafen. Ich habe die ganze Zeit von Wohnungen geträumt, von Häusern, weil einfach sehr viel halt dranhängt, sag ich mal. Ne? Wir haben halt uns auch natürlich Häuser angeschaut, aber die wären halt alle so weit, so wahnsinnig weit weg. So Fuchu, Tama, also wirklich so richtig am A der Welt. Oh, Hachioji natürlich auch, ne? Also so richtig weit. Von daher ist es, ich sag mal so, in City-Nähe eigentlich besser, aber halt dementsprechend auch teurer. Bei dieser Wohnung ist es allerdings nicht der Fall für die Größe. Deswegen, also ich bin sehr gespannt, wie sie aufgebaut ist, ob man die Nachbarn hört und generell, was sie so zu bieten hat. Ich glaube, gleich dürfte die Agentur aufmachen. Also dann würde ich sagen, los geht's, Leute. Wieder mal ab durch die Hitze. Los geht's. So, ich stehe jetzt hier in der neuen Wohnung und es geht mir sehr viel durch den Kopf, sehr viel. Kennt ihr bestimmt so dieses, ist es das Richtige, ist es die richtige Entscheidung, ist das okay so, fehlt irgendwas? Denn eigentlich ist die Wohnung echt richtig gut. Es ist nur so immer, ich weiß nicht, warum man das so im Kopf hat, dieses, man kriegt Kinder, dann muss man sich ein Haus kaufen. Ich denke mir so, warum eigentlich? Eigentlich muss man das doch gar nicht. Für wen muss man denn ein Haus kaufen? Weil die Sache ist, die Häuser, die wir angeschaut haben, die sind alle wahnsinnig weit draußen. Ich habe keinen Führerschein. Die ganzen Supermärkte, die ganzen Kinderärzte, die ganzen Facilities, sage ich mal, die wären ultra weit weg. Man bräuchte ein Fahrrad oder ein Auto, halt auch nochmal zusätzlich. Und das ist alles halt, ja, alles so ein bisschen schwieriger. Und hier sind wir halt ein bisschen näher dran an Tokio. Ich kann den Fuji-San sehen vom Balkon. Ich war gerade eben so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich muss mich allerdings ein bisschen an die Höhe gewöhnen. Also davor waren wir ja im Erdgeschoss. In der Wohnung davor waren wir im zweiten, also auf, na, also deutsch gedacht im ersten Stock, genau, weil da gibt's ja, hier gibt es ja kein Erdgeschoss. Von daher ist jetzt diese Höhe etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, man gewöhnt sich da auch daran. Der Balkon ist wesentlich größer als das, was wir bisher immer hatten. Ich könnte Pflanzen hinstellen, mein Mann könnte seine Snowboards hier lagern. Es gibt tatsächlich, apropos Lagern, wahnsinnig viele Storages hier überall. Das ist auch ein großes Problem, was es hier gibt. Es sind noch keine Aircons installiert. Die Toilette ist auch noch nackt, also es ist alles noch so ein bisschen sehr fresh. Aber auch hier die Küche ist wesentlich größer. Also ja, es ist gerade kein Licht da, sorry. Die Küche ist wesentlich geräumiger, größer. Es ist halt was Älteres, aber macht ja nichts. Auch hier ein weiterer Tatami-Raum. Also echt, ich liebe ja Tatami, ne? Also total klasse eigentlich für die Kinder. Man könnte auch eine größere Waschmaschine sich holen, weil da auch der Platz da ist. Also alles ist eigentlich ziemlich cool.
Aber wie ich ja immer so bin, vor Veränderungen, weil ich ja so ein Gewohnheitstier bin, ich bin ja immer so unsicher, ne? Aber ja, sehr viel Veränderung und halt auch in erster Linie durch Shiris Kita, weil sie halt Freunde gefunden hat und die Lehrer lieben sie, die Kinder lieben sogar den Kleinen, obwohl er noch nicht mal da drin ist. Und es ist halt so, wieder Abschiede, weißt du, das ist halt. Aber ich glaube, die Wohnung hier ist echt nicht schlecht. Also vor allem auch für den Preis. Ich muss sagen, momentan bezahlen wir für 43 Quadratmeter Jun Mayen, was 1 zu 1 gerechnet 1000 Euro sind. Also jetzt mit dem aktuellen Yen-Preis ist es wesentlich günstiger, natürlich. Aber ich zähle halt 1 zu 1. Und hier sind es halt 69, also fast 70 Quadratmeter. Schon wesentlich größer und es sind Chusanman, glaube ich. Also halt nur ein bisschen mehr als davor. Ne? Und halt, ja, die Verbindungen sind alle richtig gut. Wir haben wahnsinnig viele Geschäfte hier drumherum, sehr viel Leben, sehr viel Zivilisation, was mir sehr gut gefällt. Ein wahnsinnig großer Park für die Kinder. Also sehr, sehr viel, es ist halt sehr viel geboten hier drumherum. Und auch, glaube ich, die Kitas sind auch hier sehr in der Nähe, wenn ich Google Maps glauben darf. Und es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ist halt nur die Frage mit dem Schimmel, aber ich glaube, hier sollte kein Schimmel sein. Also ich habe alles wirklich sehr genau inspiziert. Ja, aber mit den Aircons ist es halt blöd, ne? Weil wir würden halt, wenn wir umziehen, halt nächsten Monat umziehen. Es ist August. Und August ist ja ein sehr heißer Monat und ja, mein Mann müsste halt die ganzen Aircons installieren, weil momentan, er hat halt schon nachgeschaut, alle sind komplett ausgebucht. Weil halt der Sommer sehr heiß ist, alle brauchen Aircons. Aber das Gute ist, mein Mann hat eine Lizenz, er könnte halt auch Aircons einbauen. Also mein Mann kann alles mit Maschinen, gefühlt, er ist so. Ich sag, ich nenne ihn immer Gundam-Pilot. Oh, hier ist auch Storage. Es ist so viel Storage hier, Wahnsinn. Ich schaue ja auch schon so ein bisschen, wo ich meine YouTube-Videos filmen kann. Mit Blick auf Fujisan am besten, ne? Es sind überall Storages tatsächlich. Das hier ist eher so ein bisschen so ein Darkroom. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber da ist halt auch ein Fenster. Das Genkan ist auch wesentlich größer als das, was wir jetzt haben. Das ist halt echt schön. Also gefällt mir sehr gut. Es ist wirklich wesentlich größer als davor. Was ich sehr interessant finde, es hat mich sehr gewundert. Sieht man das? Hier ist ein Feuerlöscher drin. Warum auch immer. Safety first. Und was ich sehr, sehr toll finde, was ich sehr vermisst habe in der letzten Wohnung, was ein Downgrade war, sieht man das? Hier so ein Schminky-Schmink-Ding. Ja, also das wird auf jeden Fall eine ausführlichere Roomtour werden, wenn das hier die Wohnung werden sollte. Was ich glaube, ich ja, sage, dass es eventuell der Fall sein wird. Und das Genkan generell hier gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut vom Design. Das Krasse ist, wir haben tatsächlich schon die ganzen Dokumente bekommen vorab, teilweise auch mit Regeln. Fand ich sehr interessant zu lesen, by the way. So, ich habe mich mal jetzt hier aufs Tatami gepflanzt, was noch verpackt ist. Und zwar haben die uns einen Zettel mit sehr vielen verschiedenen Regeln gegeben, unter anderem, dass Haustiere komplett verboten sind. Aber das ist ja nichts Neues. Das ist halt in Japan so, dass du in wahnsinnig vielen Gebäuden ein Haustierverbot hast, egal welche Größe. Also das müssen schon wirklich dafür ausgerichtete Gebäude sein. Ah ja, den Müll am jeweiligen Tag bitte rausbringen, das ist ja selbstverständlich. Ich finde es auch interessant, dass sie alles so in verschiedenen Sprachen auch haben. Ah ja. Ja, Parkingkram. Dann ja, halt das mit dem Noise, ne? Also mit den Geräuschen. Das Problem ist halt, wir haben halt zwei kleine Minis. Also, das Gute ist, wir haben halt einen richtig großen Park nebendran. Also, wenn die Kinder toben wollen, kann man da kurz hinlaufen. Das ist gar kein Problem. Aber ich bin halt so ein bisschen geschädigt von dieser einen Wohnung, die wir davor hatten, wo ja dieser eine Psychonachbar war. Das war ja alles andere als schön. Ah, Electricity Fees. Ah ja, genau, das ganze Gedöns, das ist ja auch alles selbstverständlich. Ja, make sure items do not fall off your balcony. Ja, oder auch, dass ich selbst nicht davon runterfalle. Ja, sehr, sehr wichtig, da wir etwas höher sind. Ich habe eh überlegt, dann irgend so eine Absperrung hinzumachen. Oder diese Wände, die man halt so hinpacken kann. Damit man auch nicht unbedingt runterschaut, weil, ja, ich habe ein bisschen Höhenangst. Dann hier nochmal ein paar Regeln bezüglich dem Balkon. Wegen Fluchtweg im Falle eines Erdbebens oder eines Feuers. Wenn ich sogar richtig gesehen habe, hat dieses Gebäude sogar auch eine Rettungsrutsche. Ich glaube, ab dem dritten Stock oder so. Ja, aber das sind so die Regeln im Großen und Ganzen.
nichts, was jetzt unbedingt neu ist, sage ich mal, aber ja, weißt du Bescheid. Wir standen hier natürlich eben sehr, sehr lange rum, haben alles ausgemessen, haben geschaut, was von den Möbelstücken, die wir jetzt haben, wohin könnten, vor allem mit der Küche. Da haben wir ein kleines bisschen das Problem, dass wir ein bisschen sperrige Möbel haben und uns demnach natürlich fragen, wo wir die Sachen jetzt hinpacken. Von daher, ja, es ist noch sehr viel an Planung zu machen, aber so viel Zeit ist dann auch nicht mehr, weil der Einzugstermin, der möglich wäre, wäre, ich glaube, am 18. oder so. 17. oder 18. Das ist Takedos Geburtstag vor allem. Oh Mann, das ist ja ein Geburtstagsgeschenk. Hier kleiner, eine größere Wohnung. Nee, aber ich muss sagen, es ist geräumig, es sieht schön aus. Es hat ein paar Sachen, die ich in der alten Wohnung sehr vermisst habe. Es ist hell, vor allem hier auf der Seite. Mit der Höhe muss ich mich ein bisschen anfreunden, aber ich glaube, das ist auch alles nur so, ja, eine Sache der Gewöhnung. Aber ich mag diese Türen auch sehr gern. Irgendwie hat das was. Es ist halt alles so ein bisschen älteres Design. Ah ja, genau, das hatte mir mein Mann auch erzählt gehabt. Das war also, ne, auch sehr wichtig, auch so für Häuser schauen und so. Man sollte halt immer gucken, dass die Gebäude ab 2000 gebaut wurden. Denn ab da gab es nämlich neue Gesetze, was Erdbebensicherung und so angeht. Also sie haben dann da wohl scheinbar angefangen, die Häuser etwas erdbebensicherer zu bauen. Und von daher, wenn man halt nach Häusern und so schaut, wäre es am besten halt, ja, nach etwas neueren Sachen zu gucken. Die ganz neuen Sachen, klar, die sind natürlich ultra teuer, die kann sich kein Mensch leisten, es sei denn, man hat ein Lotto gewonnen, vor allem also in Tokio. Aber das so ja als Maßstab, ne? Ich muss die ganze Zeit hier rausschauen. Oh Gott, das ist halt ganz anders, ne? Weil wir wohnen ja gerade momentan unten und da ist halt nichts. Also weil wir halt im Erdgeschoss sind und da ist halt so gar nichts irgendwie. Und auch die Fenster sind halt so gemacht, dass du nicht rausschauen kannst, ne? Dass halt, klar, auch keiner reinschauen kann, wenn du da nackig rumläufst. Von daher bin ich gerade so, ah, Tokio, ich sehe Tokio mal wieder von oben. Hat was. Naja gut, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen die Gegend erkunden. Ist, glaube ich, ganz gut. Sei denn, wir haben ja noch was vergessen, dann messen wir noch ein paar Sachen aus, aber ich glaube, ja, es ist auch dann auch demnächst Zeit, den Schlüssel wieder zurückzubringen. Jawohl. So, wir haben uns jetzt eben erstmal beim 7-Eleven Erfrischungen geholt, weil wir alles schon ganz, ganz tapfer ausgetrunken haben bei der Hitze. Und jetzt ist sogar schon Mittagszeit. Wir haben echt lange in der Wohnung verbracht. Ich meine, wir waren ja jetzt auch schon, ich glaube, ab 10 oder so, halb 10 oder so schon drin. Jetzt ist erstmal Nachdenken angesagt. Wir gehen jetzt erstmal was essen irgendwo. Und dann schauen wir uns eventuell nochmal die Wohnung von drinnen an. Lass es nochmal auf uns wirken. Wir werden auf jeden Fall gleich sehr viel nochmal drüber reden und dann mal schauen, was es werden wird, würde ich sagen, ne? So, alle Türen sind zu, auch der Vorhang ist wieder dicht. Wir haben jetzt sehr lange miteinander gesprochen und überlegen uns das auf jeden Fall, weil auch das Timing einfach absolut perfekt wäre und alles einfach generell. Und die Größe halt stimmt und für den Preis kriegt man halt in der Nähe von Tokio halt schwierig irgendwas. Von daher, ja, ihr werdet es in meinen nächsten Videos erfahren, wie es ausgegangen ist. In diesem Sinne, falls euch diese kleine Wohnungstour random gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald immer noch aus der alten oder einer komplett anderen oder dieser Wohnung. Fortsetzung folgt. Bis dann. Ciao.